sollst du zum Menschen heile des höchsten Mutter sein. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der uns seine Mutter zur Mutter geschenkt hat, er sei mit euch. Liebe Gläubige, in der Stille des Samstagmorgens darf ich euch begrüßen und mit der Kirche den Gedenktag unserer lieben Frau von Guadeloupe feiern. In Mexiko war es vor beinahe 500 Jahren, am 9. Dezember 1531, als dem einfachen Ureinwohner Mexikos, Juan Diego, die Gottesmutter Maria erschien und ihn bat, dass an dieser Stelle eine Kirche errichtet wird. Am 12. Dezember, am heutigen Jahrestag, gab es dann dieses Rosenwunder, dass da mitten in der kalten Zeit dieser Juan Diego Rosen zum Bischof bringen konnte. Und als er dann seinen Poncho da ausschüttete vor dem Bischof, auf einmal diese Erscheinung, dieses Bild in diesem Umhang eingeprägt war. Bis heute existiert das so. Eine wunderbare Darstellung der Mutter Gottes. Letztlich hat man dann bemerkt, sie ist dargestellt als schwangere Frau, quasi als Schutzfrau aller Mütter, aller werdenden Mütter. Und es ist ein Zeichen wirklich des Himmels, denn in der kleinen Pupille dieses Bildes sieht man dann sogar diesen Juan Diego. Mit der heutigen Technik kann man das alles erforschen. Ein Zeichen, das dazu führte, dass ganz Mexiko, die Ureinwohner, sich zum Christentum bekehrten, was die Spanier mit Gewalt nicht zustande brachten. Wir dürfen uns freuen. Heute ist dieser Gnadenort der größte Wallfahrtsort der Welt. 14 Millionen Pilger jährlich werden dort gezählt. Wir dürfen uns freuen, dass die Mutter Gottes sich immer wieder zeigt als die, die uns hilft, zu Christus, zum Heiland zu finden. Wenden wir uns jetzt an ihrer Hand, diesem auferstandenen Christus zu. Jede Messe ist eine Erscheinung des Himmels. Nur, dass wir bewusst uns darauf vorbereiten können, was hier in wenigen Minuten sich ereignet. Lasst uns das Herz bereiten, dass wir in dieses Geheimnis auch eintreten und die Gnaden empfangen. Herr Jesus Christus, du bist Mensch geworden aus der Jungfrau Maria. Herr, erbarme dich unser. Am Kreuz hast du sie uns zur Mutter gegeben. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Am Thron deiner Gnade ist sie unsere Fürsprecherin. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünde nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasst uns beten. Gott, du Erlöser der Menschen, durch die selige Jungfrau Maria, die Lade des neuen Bundes, hast du Heil und Freude in das Haus der Elisabeth gebracht. Lass uns der Anregung deines Geistes folgen, damit wir unseren Brüdern und Schwestern Christus bringen und dich durch unseren Lobpreis und ein heiliges Leben verherrlichen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jesus Sirach. In jenen Tagen stand Elia auf, ein Prophet wie Feuer. Seine Worte waren wie ein brennender Ofen.
Er entzog ihnen ihren Vorrat an Brot. Durch sein Eifern verringerte er ihre Zahl. Auf Gottes Wort hin verschloss er den Himmel und dreimal ließ er Feuer herniederfallen. Wie ehrfurchtgebietend warst du, Elia. Wer dir gleichkommt, kann sich rühmen. Du wurdest im Wirbelsturm nach oben entrückt, im Feuermassen himmelwärts. Von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit, um den Zorn zu beschwichtigen, bevor er entbrennt, um den Söhnen das Herz der Väter zuzuwenden und Jakobs Stämme wieder aufzurichten. Wohl dem, der dich sieht und stirbt, denn auch er wird leben. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Ein Gott zu dir gewendet, erteile dem Befehl. Er spricht von ihm gesendet. Halleluja, 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 Halleluja. Bereitet dem Herrn den Weg. Ebnet ihm die Straßen und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Während Jesus und seine Jünger den Berg hinabstiegen, fragten ihn die Jünger, warum sagen denn die Schriftgelehrten, zuerst müsse Elia kommen? Er gab zur Antwort, ja, Elia kommt. Und er wird alles wiederherstellen. Ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern mit ihm gemacht, was sie wollten. Ebenso wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Evangelium, Frohbotschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wenn Gott kommt, dann ist das mit Erlebnissen verbunden. Er setzt, es wird sichtbar, dass er wirksam ist, wo. Das haben wir beim Propheten Elia heute gehört in der Lesung. Ein Mann wie Feuer hat es geheißen, der große erste Prophet 800 Jahre vor Christus. Und als er aufgetreten ist, war das ganze Volk, das Gottesvolk Israel, von Gott abgewichen, hatten sich den Kulten zugewandt, der Völker ringsum. Und er ist so mächtig aufgetreten, hat wieder eingefordert, dass sie sich zu Jahwe bekehren, dem wirklichen Gott. Und er hat das mit Zeichen von oben dann auch bekräftigt, dass er vor Gott gesandt ist. Ein Mann wie Feuer. Wenn es da am Schluss heißt, in Feuermassen ist der himmelwärts entrückt worden, da spricht schon durch, da ist vom Feuer der Liebe die Rede. Also ganz entbrannt von der Liebe Gottes.
war dieser Prophet und ist dann auch quasi aufgenommen worden in diese Liebe Gottes. Schön, dass wir das bezeugt haben, wie ein Mensch ganz in Gott aufgehen kann, im Guten. Und er wurde ein Prophet nicht nur für seine Zeit, sondern von ihm her gilt dann eben schon, wenn Gott wirklich der ganzen Menschheit hilft, und das wird sein, wenn der Messias kommt, dann wird vorher dieser Elia wieder so einen Aufruf machen, dass das Volk sich vorbereitet und Gott zuwendet. Und das ist dann eben geschehen im Johannes dem Täufer. Von ihm heißt es ja, dass die Leute fragen, bist du Elia, der wiederkommen soll? Und er sagt dann sogar, er ist noch mehr als Elia. Er ist jetzt wirklich der Vorbereiter für Gott selbst. So bestätigt Jesus das, wenn er sagt, ja, wir haben jetzt erlebt, dass der Elia das zweite Mal da war. Johannes der Täufer war schon dieser Vorbereiter. Und damit heißt es aber auch, der Messias ist jetzt da. Das bestätigt, dass Jesus, dieser Mensch, dieser gottgesandte Retter der Menschheit ist. Nur hier sehen wir dann, dass Gott nicht nur mit Feuer vom Himmel arbeitet, dass Gott die wahre Erlösung gewaltlos machen wird. Einfach aus der stillen Macht seiner Liebe zu uns Menschen. Deshalb konnten sie mit Johannes dann machen, was sie wollten, konnten sie Jesus ans Kreuz schlagen und trotzdem erweist er sich dann als der Mächtigere und als der Sieger. Die Liebe besiegt alles Negative, weil sie in der Liebe bleibt. Das ist große Botschaft der heutigen Lesungen. Das ist auch bekräftigt, wenn Maria da in diesem großen Zeichen von Mexiko, von Guadalupe, sich zeigt mit Jesus in ihrem Leib. Also wieder ein Hinweis auf die Menschwerdung Gottes. Wir als Nachfolger Christi sind berufen, dass wir auch so Hinweis für Christus selbst werden. Dass wir auch so Wegbereiter werden, dass die Menschen sich Gott zuwenden und dann werden sie erleben, dass Gott sich ihnen in Jesus schon lange zugewandt hat. Nehmen wir uns das heute mit von dieser ganzen Heilsgeschichte. Ich will im Feuer der Liebe Gottes, jeder von uns, hinweisen auf Christus, auf Gott selbst. Amen. Bringen wir jetzt unsere Bitten vor Gott. Johannes der Täufer hat den Weg des Herrn bereitet, so rufen wir. Bereite die Kirche für dein Kommen in unsere Welt. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Schaffe den Frieden, den Menschen nicht schaffen können. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib Herzlichkeit und Geduld denen, die Kranke und Alte pflegen. Wir bitten dich, erhöre uns. Verbinde Eltern und Kindern in echter Zuneigung. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir wollen auch die heutigen Messintentionen mit einschließen. Familie Leim-Lehner für verstorbene Schwester Zille zum Sterbeandenken. Familie Leopold Griner für beiderseits verstorbene Eltern und Geschwister. Wir bitten dich, erhöre uns. So erwarten wir unser Heil von dir, o Gott, und hoffen, dass wir als Kinder des Lichtes offenbar werden, durch Christus, unseren Herrn. Dies konntest du nicht fassen und badest ihn dabei, dich recht verstehen zu lassen, was diese Botschaft sei. Maria, zittre nicht, denn du hast Gnad gefunden vor
Gottes Angesicht. Er will, du sollst empfangen, gebären einen Sohn, der wird durch ihn gelangen auf Davids Vaterthron, des höchsten Sohn zugleich, und Jesus wird ein Paar heißen. Unendlich ist sein Reich. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dein Heiliger Geist hat die selige Jungfrau Maria zu einer neuen Schöpfung gemacht, damit sie vom himmlischen Tau benetzt, als Frucht Jesus Christus, deinen Sohn, den Heilbringer, gebäre. Dein Geist heilige auch diese Gaben, die wir darbringen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geist. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch die prophetischen Worte, die Elisabeth erfüllt vom Heiligen Geist gesprochen hat, offenbarst du uns die hohe Würde der seligen Jungfrau Maria. An ihrem Liebesdienst erkennt die Mutter des Vorläufers die Mutter des Herrn und preist sie selig, weil sie geglaubt hat, was der Herr ihr sagen ließ. Darum loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Und als die Stunde kam, da er von dir verherrlicht werden sollte, nahm er beim Mahl das Brot in seine Hände, erhob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis unserer Erlösung. Wir verkünden den Tod deines Sohnes und sein Hinabsteigen zu den Vätern, bekennen seine Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten sein Kommen in Herrlichkeit. So bringen wir dir seinen Leib und sein Blut dar, das Erlösungsopfer, das dir wohlgefällt und der ganzen Welt Heil bringt. Sieh her auf die Opfergabe, die du selber deiner Kirche bereitet hast, und gib, dass alle, die Anteil erhalten an dem einen Brot und dem einen Kelch, ein Leib werden im Heiligen Geist, eine lebendige Opfergabe in Christus zum Lob deiner Herrlichkeit. Herr, gedenke aller, für deren Heil wir dieses Opfer darbringen. Wir bitten dich für unseren Papst Franziskus, für unseren Bischof Ludwig und die Gemeinschaft der Bischöfe, für unsere Priester und Diakone, für alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für dein ganzes Volk und für alle Menschen, die dich mit ehrlichem Herzen suchen. Wir empfehlen dir auch jene, die im Frieden Christi heimgegangen sind und alle Verstorbenen, um deren Glauben niemand weiß als du. Wir wollen auch in besonderer Weise Herrn Werner Gusenleitner einschließen, der im 51. Lebensjahr verstorben ist und heute begraben wird. Nimm ihn und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein himmlisches Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und mit allen Heiligen. Und wenn die ganze Schöpfung von der Verderbnis der Sünde und des Todes befreit ist, lass uns zusammen mit ihr dich verherrlichen in deinem Reich. Durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. So können wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, unser Gott, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. So bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenk ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geist. Gebt euch ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes,
du nimmst hinweg die Sünde der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus, der Empfang deines Leibes und Blutes bringe uns nicht Gericht und Verderben, sondern Segen und Heil. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Selig, die Elia sehen und den Messias. Lasst uns jetzt hineinspüren in dieses Feuer der Liebe, in das uns Christus hineinnimmt. Ist es, die da aufsteigt wie die Morgenröte, schön wie der Mond, leuchtend wie die Sonne. Singen wir zum Dank die 5. und 6. Strophe. Wie soll denn dies geschehen? Ich kenne keinen Mann. O Jungfrau, du wirst sehen.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche das göttliche Sakrament geschenkt und sie mit dem Heiligen Geist erfüllt. Sende sie als Freudenbotin der Erlösung zu allen Völkern, damit alle Menschen Christus als ihren Heiland erkennen, ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Danke euch für euer Kommen und Mitfeiern der Heiligen Messe. So geht gestärkt hinaus und seid Zeugen für diese wunderbare Zuwendung Gottes an uns. Der Herr sei mit euch. Es segne euch und alle, die zu euch gehören, der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht in seinem Frieden. Amen.